Hi, wie ihr wisst, ich bin Alex vom YouTube-Kanal, warum Linux besser ist. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Tilda installierst und verwenden kannst. Tilda ist ein Pull-Down-Terminal. Sprich, durch das Drücken einer beliebigen Tastenkombination kannst du das Terminal in den Vordergrund holen oder durch Drücken der gleichen Tastenkombination wieder in den Hintergrund setzen. Ich habe dazu zum Beispiel die F12-Taste genommen. Ich zeige dir mal vorab, wie das Ganze unter Benutzung aussieht. Hier auf dem Desktop kann ich nun durch Drücken der F12-Taste oben links ein Terminal erscheinen lassen. Durch nochmaliges Drücken der F12-Taste verschwindet das Terminal wieder. Sprich, es wird nicht geschlossen, sondern nur minimiert. Das Ganze funktioniert auch in jedem anderen Programm. Zum Beispiel habe ich hier den Firefox offen. Ich drücke die F12-Taste und das Terminal erscheint. Wieder F12 und das Terminal ist wieder im Hintergrund. Es wird nicht geschlossen, sondern nur in den Hintergrund minimiert. Der Vorteil in der ganzen Sache ist, selbst wenn dein Window-Manager mal abstürzt, sprich Compis mal abstürzt oder nicht mehr funktioniert, kannst du jederzeit durch Drücken der F12-Taste ein Terminal öffnen. Mir selbst ist das auch schon passiert, Compis ist abgestürzt und du hast an der Seite keine Symbole mehr, du kannst nichts mehr anklicken, du kannst keine Dash mehr öffnen und damit auch kein Terminal öffnen. Aber mit dieser Funktion kannst du jederzeit durch Drücken der F12-Taste ein Terminal öffnen und darin irgendwelche Befehle eingeben, um zum Beispiel Compis wiederherzustellen. Das ist ein wirklich großer Vorteil bei der ganzen Sache. Ich bereite das Ganze kurz vor und bin gleich wieder für dich da. Und da bin ich wieder. Als erstes öffnest du ein Terminal. Dazu klickst du oben links auf die Dash. Dort gibst du Terminal ein und klickst auf das Terminal-Symbol. Alternativ kannst du auch Steuerung, Alt und die T-Taste drücken. Dann öffnet sich auch ein Terminal. Im Terminal gibst du dann folgendes ein. Sudo, um das Ganze mit Root-Rechten zu machen. apt install tilda. Dann die Eingabetaste. Und dann natürlich dein Passwort, um das Ganze mit Root-Rechten freizuschalten. Dann wird dir angezeigt, es werden folgende zusätzlichen Pakete installiert. libconfuse-common und libconfuse0. Insgesamt werden 3 neue Pakete installiert. Es werden 95,2 Kilobyte an Archiven heruntergeladen und nach der Operation 797 Kilobyte Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? Ja, nein. Ich sage mal ja, dazu, weil das J groß ist, einfach die Eingabetaste drücken und dann wird das Ganze heruntergeladen und lokal bei dir auf dem Rechner installiert. Das dauert wie immer, je nachdem wie schnell deine Internetverbindung ist und wie schnell oder lahm dein Rechner ist. Dauert es länger oder es geht eben schneller. Unten siehst du den Fortschrittsbalken, 60%, 100% und fast fertig. Und fertig ist es. Und dann mache ich mal ein Clear. Um Tilda nun zu starten, klickst du oben links auf die Dash, dort gibst du Tilda ein und klickst auf das Tilda-Icon. Und dann siehst du schon hier das Tilda-Terminal. Dort klickst du mit der rechten Maustaste rein. Dann hast du die Option Einstellungen. Dann mit der linken Taste darauf. Und dann hast du hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Da kannst du machen, was du möchtest. Ich bevorzuge das so unter Allgemein. Programm Exit, das ist leider nur teilweise auf Deutsch übersetzt worden, also beim Programm beenden. Was soll man tun? Wenn das letzte Terminal geschlossen wurde, Tilda schließen. Oder ich bevorzuge das, öffne ein neues Terminal und verstecke es. Und dann auf Tastenbelegungen, bei welcher Taste Tilda geöffnet werden soll. Standardmäßig ist hier F1. F1 finde ich nicht ganz so ideal, da viele Programme schon die F1-Taste als Option haben. Daher verwende ich F12, das heißt einmal draufklicken auf F1. Und dann Enter Keyboard Shortcut, also gebe deine Tastenkombination ein, mit der du das öffnen möchtest. Ich nehme hier mal F12. Und dann siehst du, es ändert sich hier auf F12.
Ja, und so gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, was du einstellen kannst. Das kannst du selber ausprobieren und mal anschauen, was du möchtest. Hier die Größe vom Tilda-Fenster, das kannst du größer machen oder kleiner. Pixelbreit, Pixel hoch oder auch Prozentanteil vom kompletten Fenster. Die Position 0,0, das heißt oben links in der Ecke. Oder du kannst das Ganze auch verschieben an eine andere Position, wohin du das gerne möchtest. Die Farben, die das haben soll, die Farben, die der Text haben soll, die Hintergrundfarbe vom Terminal, verschiedene Scrolloptionen. Hier finde ich es zum Beispiel recht praktisch, den Scrollbalken einzuschalten. Der ist hier ausgeschaltet auf Disabled. Dann schalte ich ein mit on the left, nein, on the right. Auf der rechten Seite ist dann der Scrollbalken. Du siehst es nun hier, ist der Scrollbalken rechts. Wenn es hier auf Disabled ist, dann ist kein Scrollbalken da. Das finde ich besser mit. Wenn der da ist, dann hat man, kann man bei längeren Texteingaben das ganz einfach hoch und runter scrollen. Kompatibilität, das würde ich mal so lassen. Und Tastenbelegungen, da kannst du wie gesagt noch viele andere Tastenbelegungen einstellen. Zum Beispiel zum Beenden Shift-Ctrl und Q, Shift-Ctrl-C zum Kopieren, Shift-Ctrl-V um einzufügen, also sprich Ctrl, das ist Englisch, auf Deutsch heißt Shift und Steuerung. Und dann schließen. Dann mache ich das Fenster mal zu hier. Dann stört es nicht. Und nun haben wir eingegeben F12. Das heißt, mit der F12-Taste kann ich das Ganze herholen und verstecken. Auch wenn du sonst in irgendeinem anderen Programm drin bist, sagen wir mal, ich habe hier das Terminal und ich drücke die F12-Taste, kommt immer oben links das Tilda-Terminal. Dann kannst du hier was eingeben, ls, dann wird das aufgelistet. Oder mit STRG L ein Clear, um das Ganze wieder zu löschen. Um das Ganze automatisch bei jedem Systemstart oder bei jedem Desktop-Start automatisch zu starten, gibst du erstmal ein Widget Tilda, das zeigt dir an, wo sich das Programm im Dateisystem befindet. Sprich slash /usr slash /bin slash /tilda. Dort liegt die ausführbare Datei. Und das Ganze trägst du nun in die Startprogramme ein. Dazu klickst du oben links auf die Dash. Dort gibst du Startprogramme ein und klickst auf das Icon Startprogramme. Dann öffnet sich dieses Fenster. Dort klickst du auf Hinzufügen. Unter Name, da kannst du eingeben, was du möchtest. Tilda Terminal zum Beispiel. Und als Befehl gibst du ein slash /usr slash /bin slash Tilda. Also das, was hier als Ergebnis rauskam. Und als Kommentar, was immer du magst, neues Terminal, whatever, und dann auf Hinzufügen. Und dann auf Schließen. Jetzt kannst du dich abmelden und neu anmelden und Tilda wird jedes Mal automatisch gestartet. Ja, das war's nun auch schon mit dem Video zu Tilda. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, klick unten auf mag ich. Wenn nein, klick auf mag ich nicht. Egal was, klick einfach irgendwo drauf. Und wie immer, ich freue mich über jeden Kommentar, den du unter meinen Videos schreibst. Und hier habe ich dir noch einen Link drunter gemacht für die Leute, die mich bei der Produktion dieser Videos unterstützen möchten. Ich freue mich über jeden Cent, der darüber reinkommt. Okay. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.